herzlich willkommen hier zurück bei 35 mm. Ja, die ersten paar Aufnahmen sind ja nicht ganz so schön, deswegen mache ich jetzt noch mal ein bisschen den Rest mit runterskalierten Auflösungen. Also kriegt nur 720 und ja, den Rest habe ich hier bei Settings, kann ich kurz zeigen. Die Qualität war auf High, kann man nicht mit klar. Gut, Medium. Ich habe es auch nochmal getestet mit Rennen diesmal und das sollte funktionieren. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Also für mich ja schon beim Spielen, aber naja, gut. Damit müssen wir jetzt einfach beide leben. Okay, Continue. Wir sind in Boar angekommen. Das scheint da das Gebäude oder die Stadt zu sein. Und ja, gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe ja nicht wieder Menschen, die mag ich nicht besonders. Надеюсь, хвоста за нами нет. Ja, ich hoffe, sie sind uns nicht gefolgt. Wäre auch nicht so schwer, die müssen einfach dem Kanal erfolgen. Ja, jetzt sind wir hier. Ja, ist komisch. Okay. Ja, sieht aus wie ein Hotel, würde ich fast sagen. Oder eine Wohnsiedlung. Mit dem Bus davor. Naja, Wohnsiedlung. Oh, ich glaube, er hat schon wieder Hunger. wir lassen es erstmal. Wenn er uns nicht auf dem... Слыхал о пансионате Бор? А пансион? А, guck mal hier. Ich will ein Foto von machen. Правительственный дом отдыха. Нопс! So, schön. Bürokraten und ihre Familie? Okay. Also für etwas reichere Leute? Okay, und hier rein. Ah, da drüben ist die Tür, habe ich schon gesehen, gerade hier durch. So, und was... Gehe ich nicht auf. Ach, hier steht irgendwas in der Ecke. Aber das haben wir schon häufiger gesehen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Also, Radio, Batterie, irgendwas elektrisches? Ja. WhatsApp? Ich weiß nicht. Das, der ist schon ganz schön alt, wa? So, wir gucken, ob beim Bus noch irgendwas ist. Kann ja sein, oder? Die versperren einfach den Weg hier. Ich dachte gerade, der Fell oder so. Ist Müll. Kann sein, dass er gleich sagt, er möchte nicht, dass ich hier weitergehe. Ey. Sieht so nass hier aus. Die lassen uns ganz schön weit laufen, wenn wir hier nicht lang sollen. Bin mal gespannt. Ah! Was ist denn das? Mal hinhocken vielleicht? Das sind schon mal nicht, aber das hier. Das war weh. Dem Rucksack, der muss da auch jemanden gehören. Hey. Zumindest kann ich jetzt rennen und ihr erkennt noch was. Das ist schön, oder? So, wie können wir durchgucken? Ah! Kleine Welt. Ja. Die Länder scheinen hier nicht zu verlassen. Aber ist ja krass. Oh, ich hab gerade Gänsehaut bekommen, Alter. Das ist echt cool. Ich hab so durch die Wand geguckt. Oh, da sehen wir noch jemanden. Hm, doch. Nicht schlecht. Okay, aber wem gehört der Rucksack und das Essen? Ich habe es einfach mitgenommen. Ich hoffe. Ich kriege jetzt nichts dafür ab. Also nichts auf den Deckel. So. Unseren Freund mal wieder einholen. Ich habe ein bisschen Angst alleine, muss ich ja sagen. Was für majestätische Gebäude sie vorher gebaut haben. Ach, hier ist er doch. Gleich um die Ecke auch noch nicht viel weiter gekommen. Ich glaube, er kriegt immer mehr Hunger. Das sieht echt schlimm aus, ne? Dann läuft er auch immer gleich so schräg. Ist was hier drin? Gehen wir hier rein? Oder wir gehen hier rein? Folge ich ihm dann? Das ist mal eine dumme Idee, ihm zu folgen, glaube ich. Wir müssen auf diese Seite von der Sektion gelangen. Ja, was auch immer. Ich guck mal hier oben mich um. Oh nein.
Oh nein. Sieht aus wie ein Kind. Ich glaube, er kippt doch gleich um hier. Ich esse mal was. Ist. Doppelklick. Ich habe immer Angst, dass ich zu oft klicke. Oh Gott, ey. Hä, nee, das Essen war es jetzt nicht. Ist er einfach nur müde? Aha. Ja, dann Verbandskasten habe ich nicht. Oder will man eine Batterie schlucken? Fühlt auch nicht besser. Oh, hübsch. Ja, aber hinlegen und schlafen ist nicht, oder? Wenn er so kaputt ist. Viel Angst, dass hier irgendwas kommt. Keine Ahnung, wo er gerade ist, aber er braucht mein Messer. Oh, Wasser. Oh, mich erschreckt, ey. Ich hab Expert-Errungenschaft gerade bekommen und jetzt bin ich hier. Who covered this inability to try? Ich hab keine Ahnung, was der gerade meint. Hm. Hui, da wohne ich. Nicht. Da. Das macht Spaß. Guck mal, es ist der Welt schlecht. Ach. Was ist das hier? Ich erkenne schon wieder so wenig. Ich weiß, bei mir ist es auch hell, aber eigentlich ist gerade genau das gleiche Wetter wie da in dem Spiel. Ach, hier ist er doch. Hallo. Soll ich das aufschneiden? Hat er also auch hergefunden mit der Axt. Kein Ding. Willst du vorgehen? Ich pack meine Axt wieder ein. Ich kann mich noch überall umsehen. Klar, hier liegen überall tote Menschen. Ich habe immer das Gefühl, ich verpasse hier irgendwas. Ist das schon wieder so eine Sprengfalle oder nicht? Mit dem Stolperdraht kann ich den einfach durchhacken? Geht das? Ja! Oh, schön! Ach, diesmal habe ich es. Ich habe nur drauf gewartet im Prinzip. Dann können wir jetzt endlich mal eine Ration hier mitnehmen, ohne dabei drauf zu gehen. Hier liegen schon wieder überall Gasmasken rum. Also überall auf dem Tisch und. Hm. Ach, ich würde mich ja gern kurz hinsetzen oder sowas, aber es geht nicht. Vielleicht sollte man tatsächlich weniger rumrennen. Mehr laufen. Ich habe jetzt immer so ein ganz komisches Geräusch drauf. Ich hoffe, ihr hört das nicht auch unbedingt. Ab und zu wie so ein. Oh Gott, kleines Klacken oder so. Ich schätze, von hier unten kam er dann hoch. Oh, ist das riesig hier noch. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll zuerst. Hier liegt bestimmt noch irgendwo was. Ich bin echt ungern hier gerade unterwegs, weil es ihm ja immer schlechter geht. Ich echt nicht weiß, wo ich noch was finden kann. So, natürlich. Da komme ich nicht durch, oder? Nee. Hier noch reinkommen? Ist abgeschlossen. Da kommen wir auch nicht mit der Axt durch, oder? Nee.
Wand. Okay. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wir waren ja noch nicht unten. Ach hier, komm, leg dich bitte hin. Ey, ich kann das nicht mit ansehen. Ich laufe mal ein bisschen langsam jetzt einfach. Vielleicht hilft es ihm ja tatsächlich. Das sieht auch schon irgendwie ein bisschen so aus wie so... ja, so umgebaut. So wirklich so provisorisch wie so ein Krankenhaus. Überall diese Betten und irgendwelche Beistelltische. So, und er wartet noch auf uns. Ich habe gesagt, er kann vorgehen. Und wir gucken noch natürlich oben lang. Was war das? Ich will nichts essen. Ich weiß nicht, ob ich Hunger habe oder ob ich jetzt müde und erschöpft bin. Nein! Nein! Ich hab's geahnt, aber ich hab nichts gesehen und... Ja. Schön. Nochmal alles von vorn. Ich renne hier kurz nochmal durch. Würde dann das nächste Mal gleich dahin gucken, wo die anderen Sachen sind. Ja, genau. Hier liegt noch eine Ration. Hey, na komm. Die mitgenommen. Ach, ist das ärgerlich. Ja, schön. Wir gehen wieder zurück, den ganzen Weg. Ah. Verzeiht. Ich habe es versucht zu unterdrücken, aber es hat nicht funktioniert. Ja, majestätisch, alles sehr majestätisch. Er ist außer Atem. Das ist zum ersten Mal passiert, oder? Das hatte ich bisher noch nicht so. Also, dass er geatmet hat und Sachen gemacht hat, wie ich laufe jetzt langsamer. Okay. Kann ich aber mit umgehen. Liegt hier noch was für uns? Nö, es ist nur noch eine eklige Schüssel. Der wollen wir nichts zu tun haben. Ha! Wie ein Tiger elegant hochgesprungen. So. Dann gucken wir uns hier um. Hier war das nicht, das war eins oben drüber. Ah, okay. Also tatsächlich irgendwie. Ich sehe jetzt nicht, hier war nichts. Nee. Auch nichts zu mitnehmen. Gucken wir auf der anderen Seite nochmal. Ich bin super vorsichtig hier. Hier sieht man das halt ganz gut. Steck's doch mal weg wieder hier. So, dann hätten wir das hier. Dann wollte ich nach oben gehen. Dieses Geräusch. Ah doch, jetzt hat man so ein bisschen... Ja, jetzt sehe ich's. Boah, ist so schlimm. Okay, da muss ja aber auch was sein. Das können wir alles wieder nicht mitnehmen. Ah, okay. Hier sind sich
Gesichter aufgemalt. Was sind das alles für Leute? Also es sind auf jeden Fall schöne Skizzen, Zeichnungen eher, keine Skizzen. Anrufen können wir hier keinen. Oh, hier liegt noch was. Oh Gott. Ja, ich versuche es wieder so halbwegs übersetzen. Am 28. Oktober wurden wir nach Bohr gebracht. Sie haben nach uns gesucht, Medizin, Akten und so weiter. Wir haben eine Uniform bekommen und Beschützungsequipment, aber sie haben uns keine Anleitung gegeben. Das Einzige, was sie sagten, waren, dass die Patienten Versorgung brauchten. Naja, da waren nur ein paar Dutzend. Oh Gott, jetzt kann ich nicht darauf. Eigentlich nur Eierköpfe und Geldsäcke. Und in einer Woche brachten sie hier eine ganze Herde her und dann wussten wir nicht mehr, wo wir die ganzen Leichen hin tun sollten. Alle Räume waren voll mit Patienten. Wir haben versucht, sie zu behandeln, aber die Menschen sind wie Fliegen gestorben. Dank Gott scheine ich eine Immunität von diesem Virus zu haben, aber das Problem ist, ja, sie lassen uns nicht in das Territorium. Das Gebiet ist sehr sorgfältig patrouilliert und auch die meisten von den, die meisten von den Beschützern sind, also von dem Security, sag ich jetzt mal, ist ein Eingang 3. Von Zeit zu Zeit nehmen sie eine kleine Gruppe mit rein, und aber das ruhig und sehr seriös. Sie bringen sie in gepanzerte Wagen und eskortieren sie zu den Gebäuden. Und dann sehen wir sie nicht wieder. Als ob sie einfach went down the tube. Also okay, den Spruch kenne ich jetzt nicht, aber als ob sie einfach davon flossen. Ja, okay. Also auch ganz viele Menschen weggestorben. Das sieht so gefährlich aus, ey. Ich hab so in die Hosen. Ja. Wie es halt da drin stand, die sind gestorben wie Fliegen. Ich würde dir wenigstens noch ein Paket finden, das mich heilt. Hier ist nichts, habe ich das Gefühl. Hier wird jetzt auch wieder nichts drin sein. Jetzt war über 3 Meter hochgesprungen. Hat er sich erschreckt von der. Dann sehen wir vielleicht, was wir sonst hier hatten. Ja, also, falls euch eine Zahl aufgefallen ist, mir nicht. ich nehme auch wieder so viel am Stück auf. Na gut, aber ich beende jetzt die Folge einfach an der Stelle. Wir sind da wieder weitergekommen, als bis ich gestorben bin. Und in der nächsten Folge gehen wir dann endlich durch die große Tür. Und ja, macht's gut und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.